Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strehletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und feiern wir einfach mal gemeinsam Ostern diese Woche. Oder, wie Jesus sagen würde, und ja, der Papst betet jeden Tag für meine Seele, wie auch Jesus sagen würde, also Leute, ich bin ja angeblich vor 2000 Jahren für eure Sünden gestorben, damit ihr damals einen kompletten Neustart machen konntet. Aber nach 2000 Jahren muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist das hier alles, was ihr hinbekommen habt? Dafür habe ich mich kreuzigen lassen? Habt ihr einen gottverdammten... Sorry, Dad. Habt ihr einen verdammten Sockenschuss? Ich war vor 2000 Jahren der erste Influencer, hatte eine eigene Entourage, die mir die Tasche hinterher schleppte. Jedes Mädel und auch jeder stattliche Bursche war hinter mir her. Und ja, ich habe es krachen lassen, als sei es 0-100-0. Aber ich habe all das aufgegeben, damit ihr es besser machen könnt. Ich wurde vom Saulus zum Paulus, vom José Mourinho der Manchester-Zeit zu José Mourinho der Tottenham-Zeit, vom Rezo zu irgendeiner Person ohne blaue Haare, aber mit Grips in der Birne, also wenigstens zum Slutko. Ich habe meine knapp 50.000 Follower damals bei Instagram für all das hier aufgegeben. Verfickte Scheiße! Sorry, Dad, aber das ist echt nicht fair. Wenigstens feiern wir zu Weihnachten auch noch meinen Geburtstag gebührend. Wie jetzt? Da geht es nur um Geschenke, aber nicht mehr um mich? Was soll der Scheiß? Ach, wäre ich damals nur lieber mit dem Judas durchgebrannt, dann hätten wir zusammen in Wuppertal eine Herrenboutique aufgemacht. Wie jetzt? Der hat die ohne mich aufgemacht? Woher hatte der dafür nur die Kohle? Und bevor ich mich noch weiter auf der schwarzen Liste der katholischen Kirche hocharbeite, Galileo Galilei, habe ich schon lange hinter mir gelassen. Schauen wir lieber einmal zurück auf die besseren Zeiten, damals vor 3 Wochen oder so. Oder, wie es unser Bundesfinanzminister und gescheiterter Deutschland sucht den nächsten super SPD-Vorsitzenden, Kandidat Olaf Scholz, auch sagen würde, das alles hier ist total unfair mir gegenüber. Ich habe immer alles gegeben. Für Gerhard Schröder mimte ich den Bodyguard, der alle kritischen Fragen wegboxte. Und das waren wahrlich nicht wenige. Oder später, als ich Bürgermeister dieser kleinen Stadt namens Hamburg bei Lüneburg wurde und von dort meinem Königsmund alles dafür tat, dass Martin John Schneeschulz absolviert wurde, damit ich endlich Vizekanzler werde. Das ist quasi schon Kanzler in Probe. Ich bin damit Kanzubi. Aber jetzt, nicht nur, dass die SPD-Noobs Norbert Walter Borjans und seine Hinterbänklerin gewählt haben, und nicht mich und meine Hinterbänklerin. Jetzt muss ich auch noch weiter Finanzminister sein. Neuerdings muss ich hier sogar angezogen hier erscheinen. Früher reichte ein Jackett und Hemd, aber seit meiner Niederlage muss ich auch noch eine Hose tragen. Total unloll als Kanzubi jetzt. Nur irgendetwas ist noch komisch an dem Brief vom lieben Peter. Hat er gar in diesem Brief den berühmten Peter-Code versteckt? Und da Tom Hanks Besseres zu tun hat, versuche ich den mal zu entschlüsseln. Dafür nehmen wir mal das Original vor, legen alle 6 Seiten nebeneinander und markieren den ersten Buchstaben jeder Zeile und den letzten Buchstaben und tauschen die willkürlich aus und dann steht da, Hilfe, Hilfe, ich bin nur ein Kind, gefangen im Körper von Peter. Außerdem meinte der Sigmar zu mir, dass der Job als Wirtschaftsminister voll easy ist. Ist er aber gar nicht. Ich muss an manchen Tagen sogar im Büro sein und das sogar teilweise angezogen und nicht mehr nackt wie früher im Kanzleramt. Total unloll. PS, ich hoffe, dass du, lieber Florian, diesen Code entschlüsselt hast, denn wir, die Kanzlerin, Annegret und ich, haben dich auf dem Radar. Erst jetzt? Wo wart ihr die letzten 3 Jahre? Also, arbeiten? Ganz bestimmt nicht. Aber dafür sollten wir schauen, was unser Business Daddy YouTube gerade macht. Und es sieht aus, als sei unser Business Daddy endlich zu Hause angekommen, denn hier steht sein Auto schon in der Garage. Nur wo ist Business Daddy YouTube? Können wir bitte einmal die Zimmer durchschalten? Okay, nicht in der Küche, vielleicht im Arbeitszimmer? Oh, auch nicht. Vielleicht ist er im Umkleidezimmer? Auch nicht, aber die Kommode da. Können wir bitte einmal die Kommode besser sehen?
Bei der ist das Fach offen mit seinen Gürteln und ein Gürtel fehlt. Oha, ich habe einen Verdacht. Schalten wir bitte einmal ins Schlafzimmer. Ach du heilige Scheiße! Ich hoffe, wir zensieren das alles hier, aber trotzdem beschreibe ich es einmal gerne. Business Daddy YouTube lässt sich gerade richtig ordentlich von seiner Business Daddy YouTube den Hintern versohlen. Und bevor es noch komischer wird, kommen wir lieber zum Finale. Also fassen wir einmal zusammen. Du musst die Qualitätskontrolle machen, damit YouTube dank dir Werbepartner mit werbefreundlichen Videos versorgen kann. Du musst nachweisen, dass du auch außerhalb von YouTube wichtig bist, willst du weiterhin zertifiziert werden. Das wiederum ist in etwa so, als ob die CIA zu einem Dschihadisten sagt, okay, sie gehören also zum IS. Haben sie dafür ein paar Beweise? Kann ja jeder sagen, vielleicht ein Link zu ihrem LinkedIn-Profil oder ein Arbeitszeugnis ihres vorherigen Arbeitgebers namens Al-Qaida. Wäre echt nett, wenn sie uns dann noch ein paar Daten zuschicken könnten, nicht dass die Drohnen den Falschen erwischen. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend, schauen einmal auf die sogenannte Riester-Rente, die nach dem damaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Walter Riester benannt wurde. Oder, wie Walter Riester selber sagen würde, also ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz deutlich von der Riester-Rente distanzieren. Denn nach fast 20 Jahren finde ich es echt blöd, dass man mich nun immer gleichsetzt mit der nach mir benannten Rente. Natürlich zeigen mir viele auf der Straße den Mittelfinger hoch, wie ja Likes nur einmal bekanntlich aussehen, aber der Rest ist total gemein mir gegenüber. Mich hat niemand erwähnt, als es um die DFB-Nachfolge ging. Nur wegen meiner Riester-Rente. Daher habe ich mir die Mühe gemacht, bei einem Glas Chantre mir einige Ersatznamen auszudenken. Wie wäre es also mit der Nicht-Walter-Riester-Riester-Rente? Oder das war ein anderer Walter Riester und nicht der Walter Riester-Riester-Rente. Oder aber mein persönlicher Favorit, die nicht Walter Riester-Riester-Rente, sondern die Merkel-Rente. Das schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin mein Malus los und der Angela ist es doch eh schon lange egal, ob sie jetzt eine Sache mehr oder weniger zu verantworten hat. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen aufwendigen Arbeitssicherheitstag plant und dafür keinen geeigneten eigenen Mitarbeiter hat, dann macht es wenig Sinn, für diesen einen Tag extra einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Denn normalerweise kann man dann diesen neuen und vor allem festangestellten Mitarbeiter nicht kostengünstig im Schrank einlagern, um ihn dann nächstes Jahr erneut für diesen einen Tag wieder hervorzuholen. Das liegt allerdings weniger daran, dass es verboten ist, Mitarbeiter in Schränken zwischenzulagern, sondern einzig und alleine sind aktuell die Kosten für Kryogentechnik einfach noch zu hoch. Und einlagern in der Tiefkühltruhe ist aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen nicht mehr erlaubt. Leider. Denn der Horst hat mit seinem Gepolter eben nicht die warnende Stimme der Vernunft gegeben, sondern hat mit einem Stock im Hornissennest gestochert und die Menschen, die sich von Flüchtlingen, egal ob wirklich oder im Kopf, bedroht fühlten, scharf gemacht. Doof halt nur, dass bei den Wahlen in den 15 Bundesländern nun der aufgestachelte Wähler nicht zum Dank die CSU wählen konnte, sondern dann rief die AfD immer, du findest gut, was der Horst sagt? Ich auch. Du magst auch keine Ausländer? Hashtag MeToo. Nur war der Horst eben mit seinem Gepolter wie ein Brandbeschleuniger für die AfD. Einziger Vorteil bei der AfD ist es, dass es ein Haufen vollkommen unfähiger Vollidioten ist. Alleine am Björn Höcke kann man diesen roten Faden, der sich komplett, wobei eigentlich ist es ein kackbrauner Faden, der sich da durch die AfD zieht und stinkt. Björn Höcke, Geschichtsrevisionist und Model für Kinderanzüge, war früher mal Sport- und Geschichtslehrer. Ich weiß, Sportlehrer nehme ich ihm auch nicht ab. Aber als Geschichtslehrer könnte man nun meinen, dass er weiß, was wir zwischen 1933 und 1941 so angestellt haben. Jedoch negiert er genau das komplett. Und auch nur bis 1941, weil er noch nicht weiter ist beim Lesen des Wikipedia-Eintrages zur NS-Zeit. Also bitte ihm nicht das Ende spoilern, da bin ich echt auf sein Gesicht gespannt. Das Mindesthaltbarkeitsdatum in Deutschland gibt es seit dem 22. Dezember 1981. Denn der Weihnachtsmann hat das den Menschen damals unter den Weihnachtsbaum gelegt, verpackt in der Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Bis dahin starben nämlich jährlich hunderte Millionen Deutsche an verdorbenen Lebensmitteln und die Reste der noch lebenden SPD-Bundesregierung führte damals mit dieser Verordnung das Mindesthaltbarkeitsdatum ein, das dann auch
ab 1984 in Kraft trat. Die Ironie der Geschichte, da war das Mindesthaltbarkeitsdatum der SPD bereits schon seit 2 Jahren abgelaufen. Und auch als die Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln 2017 durch die Verordnung in Klammern EU Nummer 1169-2011 in Klammern Lebensmittelinformationsverordnung, bester Strippername ever, ersetzt wurde, da galt die SPD schon lange als ausgestorben. Und das war's fast schon wieder von der Show für diese Woche. Mir bleibt kaum etwas anderes übrig, als dir ein paar schöne Vor-Ostertage und vor allem dann frohe Ostern zu wünschen. Lass es krachen, aber bitte nicht so wie Jesus in 0100. Und so werde ich mir jetzt schon mal mein Osterhasenkostüm anziehen wegen dem Osterhasenübungsunterricht nachher an der Volkshochschule und hinter dem Container bei Obi. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sind wieder am Freitag mit den schönsten Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.